der Saibling passt zu Tirol ideal, weil er das kalte Wasser an sich liebt. Er wächst ein bisschen langsamer, hat aber dann vor allem auch das festere Fleisch. Das macht eigentlich die besondere Qualität aus. Und ich habe zu meinen Bauern oft gesagt, es müsste in der Produktion breiter werden, auch neue Ideen haben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich selber das umsetzen, was ich ihm gepredigt habe. Ja, mir ist halt immer je regional umso lieber. Wenn so Nachbarn Fische kaufen, sage ich, das ist immer das Beste. Oder auch so Gasthäuser in der Nachbarschaft. Da fahre ich dann auch selber hin. Die liefere ich total frisch. Die sind dann oft aus der Stunde aus dem Teich heraus. Und mittags können sie dann schon gegessen werden. Also wo in der Welt kann man Fische produzieren mit Trinkwasserqualität, das gibt es nirgends. Frischer geht es nicht, regionaler geht es nicht und gesünder geht es auch nicht. Man muss sich auch fachlich mit dem Thema wirklich befassen. Wir haben in Tirol wenig Wissen über die Fischzucht. Das sind ganz wenig Leute, die sich da auskennen. Bei uns macht das auch die ganze Familie mit. Wir machen auch die Vermarktung alles selber. Mir gefällt das richtig und ich bin auch noch in Entwicklung. Ich will noch besser werden und den besten Fisch erzeugen, den es überhaupt gibt.